Ich bin so glücklich, dass dieses Schiff einfach nur steht und nicht fährt. Ich glaube schon, dass ich seetauglich wäre. Daran glaube ich jetzt einfach mal. Klar wäre ich nicht, ich wäre ein guter Seemann, natürlich. Mein Name ist Johannes Kienast und ich spiele die Rolle des ersten Offiziers Klaus Ostermeier. Die Lernkurve, die der Ostermeier, finde ich, erfährt, ist, dass man manchmal Entscheidungen treffen muss, die nicht ganz den Regeln entsprechen, die man gelernt hat. Aber die muss man brechen, diese Regeln, manchmal, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Natürlich mag ich es gern, Figuren zu spielen, die weit weg von mir sind. Und dieses aufrechte Sitzen zum Beispiel ist für mich eine totale Qual, weil ich immer so einfach so zusammenhocke und eher so ein bisschen sehr unterspannt bin. Und dieses gerade Sitzen, das ist, glaube ich, sofort was anderes und ist gut für den Rücken. Und naja, ich werde bald Vater. So. Und ich habe mir gedacht, dass der Ostermeier das auch wird, also etwas zu verlieren hat. Dass er nicht total vogelfrei auf See ist, sondern dass er irgendwie noch was zu Hause ist und dass er denken muss, wenn er eine gewisse Entscheidung trifft. Und ich hoffe, ich denke mal, dieser Gerechtigkeitssinn, den der Ostermeier auf jeden Fall auch hat, oder diesem Sinn, ich glaube, es wäre richtig, das jetzt zu tun, auch wenn es mich was kosten würde, aber ich glaube, es wäre die richtige Entscheidung, das andere zu tun. Und das ist natürlich ein edler Charakterzug, aber ich hoffe, dass ich das teilweise auch habe. Die Dreharbeiten sind natürlich ein Traum. Ne? Also es ist erstmal wahnsinnig gut organisiert tatsächlich alles. Also das ist, wir haben ja viel Stoff, was wir innerhalb dieser 10 Drehtage unterbringen. Und es ist ein gutes Team, zusammen mit den portugiesischen Kollegen. Am Anfang hat man sich so ein bisschen noch, glaube ich, so ein bisschen kennengelernt, sagen wir es mal so. Aber überhaupt nicht schlimm oder so, aber es ist einfach ganz normal, dass wir dann zusammenwachsen müssen, eine Sprache zusammenfinden müssen, im wortwörtlichen Sinne. Und das klappt aber mittlerweile so super und es ist einfach ein super, super Team. Also ich habe natürlich in Ulrich Nöten einen super Partner, mit dem es einfach wahnsinnig Spaß macht zu spielen. Und die anderen Kollegen sind genauso toll. Also mit denen verbringe ich gerne Zeit. Wir quatschen, wir lachen, machen Blödsinn, stehen cool rauchend in der Ecke an der Reling und spielen Seeleute. Das ist toll. Also ich kann mir gerade, es ist ein totaler Traum, auf so einem Schiff zu sein, auf einem wirklich realen Schiff, ja. Also nicht jetzt im Studio an der Reling, an so einer Fake-Reling zu stehen, sondern wirklich an der Reling und du guckst aufs Meer raus und siehst diese Stadt, diese wunderschöne Stadt und du siehst die Sonne und du siehst, wie die Sonne sich auf dem Meer, das einfach, macht natürlich auch wahnsinnig viel mit dir und kannst es da mitnehmen. Das ist super schön.